Back in the game bei Pokémon Gelb Edition mit Pikachu. Nächster Kampf. Sofort geht's wieder los. Auch Seeleute besitzen Pokémon, das haben wir jetzt schon öfters bemerkt. Captain Obvious schlägt schon wieder zu. Matrose möchte kämpfen. Das wird relativ schnell gehen, hoffe ich. Wir haben ja noch mindestens Major Bob vor. Ja. Nummer 1 ist down. Und ein Sternblu. Und ein Sterngrill. Grill dich. Grill du. Und wir haben den Matrosen gebasht. Das war eine reife Leistung. I know. Günther findet TM44. Ich habe gerade jede Menge TM, so ziemlich alle, die wir im Spiel jetzt mittlerweile gefunden haben, abgelegt. Genauso wie den Top-Trank. Warte doch mal, lass es planen. Ich besitze nur Wasser-Pokémon. Und er freut sich Hans umso mehr. Angler. Ich weiß nicht, was die Leute nur an Wasser-Pokémon finden. Besonders an Tentacha. Ich mochte früher sowas wie Shiggy und Aquana. Heute mag ich Turtok und Glurak. Pikachu geht auch noch so halb, obwohl es eben so das Mainstream-Pokémon schlechthin ist. Wobei Pokémon ja heutzutage sowieso in die Tonne gekloppt werden kann. Also, gehen wir mal vom Anime aus. Ich meine, seit 10 Jahren haben wir den gleichen Charakter. Diesen wundersamen Ash Ketchum aus Alabastia oder Alabasta. Alabastia, ne? Und der einfach nicht älter wird. Der ist immer 10 Jahre alt. Und ja, immer mit seinem blöden Pikachu unterwegs. Dass immer noch Pikachu heißt und keinen scheiß Spitznamen kriegt. Jedes Pikachu heißt Pikachu und er nennt sein Pikachu Pikachu. Es hätte einen Spitznamen verdient. Ja. Und sagen wir mal so, ich hätte gerne mal ein paar neue Charaktere gehabt damals im Anime. Wir hatten ja auch nie die Kristall-OVA. Wo dann wirklich die Hauptcharaktere von Crystal, Gold und Silver drin vorkamen. Die hätte ich gerne mal persönlich in Deutschland gesehen. Auch wenn es wohl nur so 2-3 Episoden waren, wegen, wie gesagt, OVA. Aber hey, wir kriegen es nicht. Wir kriegen nur Ash. Wir kriegen ja nicht mal die richtigen Side-Charaktere. Ich meine, wir hatten Hikari, also Dawn. Oder Lucia hieß sie im Deutschen. Dann hatten wir... In Black and White hatten wir jetzt die Iris oder Iris. Die Drachentrainerin und Arenaleiterin. Das war's dann auch schon wieder, weil wir hatten ja nicht mal irgendwie... Shiro oder Kuro hatten wir nicht. Nee. Gab's nicht. Schauen wir uns mal hier um. Hier sieht's nach Küche aus. Aus dem Weg, du Leichtmatrose. Wir sind schwer beschäftigt. Ja, also wir hatten, nur Mist. Ich habe einen seltsamen Ball im Müll gesehen. Okay. Es gibt zu viel zu tun. Ich kann mich nicht ausruhen. Ich bin der Chef der Cuisine. Der Hauptgang ist Muschelragout. Die Gäste werden es lieben. Warum denke ich jetzt an Muschas? Was macht ihr hier? Schnief, schnief. Jetzt schneidet wahrscheinlich Zwiebeln. Ja. Günther findet Superball. Das ist schön. Hast du schon von Relaxo gehört?
Es schläft und frisst den ganzen Tag lang. Ein Leben. Hier ist nichts, bloß Abfall. Hier ist auch nichts. Immer noch Abfall. Was habe ich nur verbrochen? Ich muss immer nur Kartoffeln schälen. Hier ist nichts Besonderes. Gehen wir mal hoch. Hey du, dieses luxuriöse Traumschiff fährt exklusiv für Trainer zur See. In dem Hafen besuchen uns ausschließlich geladene Trainer. Wir sind gar nicht geladen. Oh, ich hoffe, wir sind hier bald durch. Auf all meinen Reisen habe ich nie ein solch verschlafenes Pokémon gesehen. Es sieht ungefähr so aus. Oh, Relaxo. Ja, das kriegen wir ja, sobald wir die Pokémon-Flöte haben. Und weiter geht's. Schau dir an, was ich an Land gezogen habe. Das habe ich total falsch betont gerade. Er hat was an Land gezogen. Sieht man mal, wie ich mit dir aufpasse hier. Komm, Mann. Ich will dieses Schiff heute fertig kriegen. Mit dem Level Up geht das hier jetzt auch ziemlich schnell. Wenn ich jetzt mich daran erinnere, wie ich jetzt in Black and White 2 gerade leide, weil man zigtausend Pokémon kloppen muss. Und am Anfang, wo ich Karl und Pikachu hier auf 20 bringen wollte und ich 30 Pokémon schlagen musste. Nur um ein Level abzukriegen. Tja, dafür gibt es die Leertaste, die beschleunigt den Emulator. Ja, okay, das war's für mich. Tschö. Und noch einer. Ach ja, im Wettstreit mit der Jugend bleibe ich jung. Interesting. Gentleman möchte kämpfen. Gentleman selbst, der Holtoballein. Los, Hans. Okay, das war jetzt doof, oder? Obwohl, das ging jetzt mit dem Volltreffer. Tackle. Und weg. Und ein Magnetilo. Ja, das zieht ordentlich ab. Tackle ist okay. Ja, ich hätte jetzt aber gern mal unseren zugewiesenen Raum hier auf dem Schiff. Normalerweise ist der mal im Erdgeschoss. Das sieht schon wieder so aus, als ob der hier breit grinsend steht. Günther findet Top Aether. Aether, Aether. Who cares? Wer bist halt ihr? Ich habe schon Leute auf Pokémon über Wasser surfen sehen. Hallo? Pokémon können Büsche mit dem Zerschneider klein hacken. Was du nicht sagst. Ja. Was magst du lieber, stark oder seltene Pokémon? Beides. Ein seltenes, starkes Pokémon. Ah, der hat wieder hier Fukano wahrscheinlich. Vielleicht hat er ja auch einen Arcani dabei. Komm, wir machen mal Donnerblitz wieder. Die Epilepsie-Attacke schlechthin. Ja, es gab auch mal eine Pokémon-Folge mit Porygon. Die wurde, glaube ich, irgendwie auch geschnitten, zensiert oder verboten, weil sie epileptische Anfälle ausgelöst hat. Weil es eben ganz viele Farbflächen gab. Und er hat ein Ponyta. Kein Arcani, schade. Ponyta sieht ja auch noch ziemlich strange aus. Ja, und da wurde eine ganze Episode verboten. Aber wenn man da die ganze Zeit Farben vor sich hin brezeln sehen darf, verständlich. Wo warst du, als die Party lief?
Ja, da war ich noch auf Route irgendwas und habe mit einem vergifteten Hans gekämpft. Ah, komm, blitzen wir es. Das war ein Volltreffer. Mama, langsam! Nein, ich mache nicht langsam, ich mache immer schneller. Oh, Sonderbonbon. Oh, wie viele Räume sind denn das noch? Hallo? Mein Vater war mit mir in der Safari-Zone. Es war aufregend. Da müssen wir auch noch hin und uns einen Server holen. Hast du die Safari? Nee. Hast du die Safari-Zone in Fuchsiana City schon besucht? Es gibt dort sehr seltene Pokémon. Wir vernachlässigen gerade das ganze Pokémon-Fangen hier. Aber, naja, der Kapitän war kreidebleich. Er sah so schlecht aus. Viele Leute werden leicht seekrank. Aber doch nicht der Kapitän. Geht's jetzt zum Kapitän? Ich will doch nicht dahin. Wenn es da zum Kapitän geht, kommt nämlich gleich unser Rivale. Deswegen, es gab da hinten noch einen Bereich. Wo ging es denn hier hin? Von da sind wir doch jetzt gekommen, ne? Ja. Das heißt, wir müssen hier runter. Achtung. So. Der Kapitän ist ein Meister des Schwertkampfes. Er unterrichtet sogar Pokémon im Umgang mit dem Zerschneider. Ja, da geht's hier jetzt zum Captain. Eigentlich müsste es hier doch an Bord gehen, wo wir dann in der nächsten Episode weiterkämpfen werden.